Seit der Machtergreifung hat Adolf Hitler Deutschland in eine Diktatur und die Welt in einen Krieg gestürzt. Im Sommer 1944 soll damit Schluss sein. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, und seine Mitstreiter planen, Hitler zu töten und die Macht zu übernehmen. Am 20. Juli legt der Oberst eine Bombe im Führerhauptquartier. Der Sprengsatz detoniert, doch Hitler überlebt und schwört Rache. Es ist ein ganz kleiner Flügel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Die Putschisten, die nicht direkt erschossen werden, werden in Schauprozessen vom Volksgerichtshof abgeurteilt. Morde? Sie sind ja ein Schäbiolum! Das Strafmaß steht schon vor Beginn der Verhandlungen fest. Sie wussten ja, dass sie hingerichtet würden. Auch die Angehörigen der Widerstandskämpfer müssen für den Mut ihrer Verwandten büßen. Hitlers Rache trifft Ehefrauen, Geschwister und Kinder. Wir sind gekidnappt worden. Fernab der Heimat werden die Kinder in einem Heim interniert und bekommen neue Identitäten. Jede Erinnerung an die Widerstandskämpfer soll für immer ausgelöscht werden. Bad Sachsa am Südrand des Harzes. Im Spätsommer 1944 werden Kinder aus dem ganzen Reichsgebiet hierher verschleppt und in einem Heim interniert. Unter ihnen auch Alfred von Hofacker und Friedrich Wilhelm von Haase. Über 70 Jahre später kehren die beiden zurück. Im Gepäck Erinnerungen an ihre Gefangenschaft. Im Alter von 9 Jahren wird Alfred von Hofacker in Bayern aus seiner Familie gerissen und gegen seinen Willen in den Harz deportiert. Das Schlimme für mich war, erst werden wir von den älteren Geschwistern getrennt und der Mutter getrennt. Dann werden wir selber mitgenommen. Und diese Nacht war, wir drei Geschwister eng umschlungen, die Gestapo uns gegenüber. Das war sozusagen der letzte Halt, den ich noch hatte. Das waren dann die Geschwister. Kamen wir hier an, ja. Und wurden ruckezucke auf die einzelnen Häuser verteilt. Und auseinandergerissen. Diese Trennung, das war eigentlich die schlimmste Trennung, weil dann war ich alleine. Ja. Dann war ich alleine. Ja. Mit fremden Jungs, ja. Die ich nicht kannte. Ja. Ja. Nicht wissend, was dieser ganze Spuk soll. Niemand informiert die Kinder über den Grund für ihre Internierung. Und so weiß auch Friedrich Wilhelm von Haase zunächst nicht, warum die Gestapo ihn Mitte August abgeholt hat. Er ist erst 7 Jahre alt, als er nach Bad Sachsa kommt. Ich erinnere mich daran, dass an dieses Gelände, das anders aussah als heute hier. Es war ja ein freies Gelände. Es gab einen Fahnenmast, an dem die Nazi-Fahne hing. Nicht wahr? Das erinnere ich mich genau. Vor allen Dingen hatte ich ja auch keine Verwandten hier. Ich hatte keine Geschwister. Ich war ganz alleine, wusste nichts. Und das war schwierig. Auf dem einstigen Heimgelände ist ein Campingplatz entstanden. Urlauber verbringen heute ihre Ferien, wo Alfred von Hofacker und andere einst gefangen gehalten wurden. Ich bin vom Land und musste zur Volksschule gehen über Land. Also wir hatten große Freiheiten. Und hier war es uns nicht einmal erlaubt, ohne Begleitung das Haus zu verlassen. Und nicht nur das, sondern kam in ein Haus mit fremden Kindern, die natürlich alle neugierig waren, wer kommt jetzt. Und da habe ich viel geweint in der ersten Zeit. Die Kinder haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der Grund für ihre Verschleppung in den Harz liegt im Verhalten ihrer Väter, die NS-Diktatur beseitigen wollten. Rückblick. Am 20. Juli 1944 detoniert im Führerhauptquartier in der Wolfschanze ein Sprengsatz. Der Anschlag ist der vorläufige Höhepunkt langer Planungen für einen Staatsstreich, in dessen Zentrum Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, steht. Der Oberst im Generalstab hatte zuvor jahrelang Dienst in Hitlers Armee geleistet. Also zunächst einmal ist er dem Regime mit Abstand, aber nicht feindlich gegenüberstanden. Mal sehen, was sie machen, ja, und wie sie das machen. Dass er da sicher einiges
auszusetzen hatte an der Durchführung. Ja. Aber militärisch gesehen lief das ja. Stauffenberg nimmt am Überfall auf Polen teil, dient an der Westfront und in Nordafrika, wo er schwer verletzt wird. Im Laufe der Zeit wächst seine Ablehnung gegen die verbrecherische Politik Hitlers. Zunächst mal war es ganz sicher die Unzufriedenheit mit der militärischen Führung. Rein professionell. Und dann hat er eben auch mitgekriegt, was in Russland alles passiert ist. Ja? Also die Ermordung der Juden. Das ist eben auch ein moralischer Widerstand geworden. Der Terror Nazi-Deutschlands bleibt auch anderen nicht verborgen. Bei Kriegsausbruch wird Graf Wilhelm von Schwerin von Schwanenfeld als Leutnant der Reserve eingezogen. Während eines Fronturlaubs wird er zufällig Zeuge von Kriegsverbrechen. Mein Vater sagte, dass er im Wald gewesen wäre und es Schießen hätte hören können. Und dann an diese Kieskuhle gekommen ist und gesehen hat, wie die erste Gruppe, das waren, soweit ich weiß, ungefähr 100 Leute, miterlebt hat, wie die erschossen wurden. Langsam formiert sich in Teilen der Wehrmacht Widerstand. Doch es gibt ein Problem. Seit 1934 werden alle Soldaten auf den Führer vereidigt. Viele fühlen sich an ihren Schwur gebunden. Das macht es selbst unter Hitler-kritischen Offizieren schwer, Unterstützer zu finden. Einer der Militärs, die zum Widerstand bereit sind, ist General Friedrich Olbricht, hier bei einer Siegesparade mit Hitler in Warschau. Als Leiter des Wehrersatzamtes arbeitet er ganz offiziell an Walküre, einem Plan, der im Fall innerer Unruhen das Ersatzheer alarmieren soll, um die Regierung zu schützen. Im Sommer 1943 beginnen die Widerstandskämpfer, die Walküre-Pläne umzuarbeiten. Ihr Ziel? Kontrolle über das Ersatzheer, um bei einem Umsturz darauf zugreifen zu können. Voraussetzung für diesen Umsturzversuch und Staatsstreich war aber ein gelungenes Attentat auf Hitler. Dafür benötigte Stauffenberg Zugang zu Hitler. Die hatte er in seiner Funktion als Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres und Chef der Heeresrüstung, General Friedrich Fromm, seit Mitte Juni 1944. Oberst Stauffenberg verliert keine Zeit. Nach zwei abgebrochenen Attentatsversuchen fliegt er morgen des 20. Juli ins Führerhauptquartier nach Ostpreußen. Hitler hat zu einer Besprechung geladen. Im Gepäck des Grafen zwei Sprengstoffpakete. Mit einer Zange schärft der Kriegsversehrte die Säurezünder und versteckt den Sprengsatz in seiner Aktentasche. Um die Mittagszeit startet die Besprechung. Hier ein Foto Hitlers, das unmittelbar zuvor entstand. Stauffenberg deponiert die Bombe unter dem Tisch und verlässt kurz darauf unter einem Vorwand den Raum. Gegen 12.40 Uhr, 12.45 Uhr explodierte die Bombe dann. In dem Moment war Hitler über dem Kartentisch gebeugt und wurde dadurch auch noch mal vor der Wucht der Explosion geschützt. Stauffenberg ist in dem Moment, als die Bombe explodiert, außerhalb der Lagebaracke. Er beobachtet die Explosion, er sieht die aufsteigende Rauchwolke und er ist offenbar fest davon überzeugt, dass Hitler getötet wurde. Tatsächlich wird die Baracke, in der die Besprechung stattfand, durch die Wucht der Explosion zerstört. Durch die geöffneten Fenster ist jedoch ein Teil der Druckwelle verpufft. Der Diktator hat überlebt. Lediglich seine Hose wird in Mitleidenschaft gezogen. Am Nachmittag des 20. Juli empfängt Hitler wie geplant den italienischen Diktator Benito Mussolini am Bahnhof der Wolfschanze und präsentiert sich unversehrt. Im Glauben, dass Hitler tot ist, ist Stauffenberg nach Berlin zurückgekehrt. Vom Bendlerblock aus versucht er, den Putsch voranzutreiben. Doch es gibt Probleme. Der Befehlshaber des Ersatzheeres, General Friedrich Fromm, weigert sich, den geänderten Walküre-Befehl zu unterzeichnen. Rasch folgen weitere schlechte Neuigkeiten. Die ersten Nachrichten, dass Hitler überlebt hatte, gingen über den Rundfunk zwischen 18 und 19 Uhr. Das war der Moment, von dem auch dann die Öffentlichkeit zum ersten Mal über das Attentat unterrichtet wurde. Alfred von Hofacker ist damals 9 Jahre alt. Sein Vater Cäsar, ein Cousin Graf Stauffenbergs, ist im Juli 1944 in Paris eingesetzt und treibt Operation Walküre in der französischen Hauptstadt massiv voran.
Davon ahnt Sohn Alfred nichts, als er abends in Oberbayern nach Hause kommt. Es war ein ganz normaler Sommeralltag. Wir hatten vormittags Schule, wir waren nachmittags beim Schwimmen, kamen hungrig zurück, saßen beim Abendbrot, es schien die Sonne noch, hören wie jeden Tag den Wehrmachtsbericht und dann diese Zäsur. Und dann wurde der Wehrmachtsbericht eingeleitet durch ein ganz bekanntes Jingle. Und dann kam eben diese Meldung, auf den geliebten Führer hat jemand versucht, ein Attentat zu begehen. Und das erinnere ich, das war für mich, obwohl ich nicht politisch irgendwie ausgerichtet war, aber da war ich so, holla, das kann doch nicht sein. Also da merkte ich, da ist etwas passiert, was ungeheuerlich war. Im Berliner Bendlerblock spitzt sich die Lage für die Verschwörer zu. Gegen 22 Uhr wird klar, ihr Plan ist gescheitert. General Fromm ordnet die Verhaftung Stauffenbergs und seiner engsten Verbündeten an. Kurze Zeit später werden die Widerstandskämpfer ohne ein Verfahren exekutiert. Gegen Mitternacht richtet sich Hitler persönlich an die Bevölkerung. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht das aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Eine Reihe von mir tollen Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es wieder getan habe. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Am nächsten Tag besucht der Führer Überlebende des Attentats und lässt sich dabei propagandawirksam filmen. Zur gleichen Zeit hört Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg erstmals von der Verstrickung seines Vaters in den Fall. Am nächsten Tag hat meine Mutter uns, mein nächster jüngerer Bruder und mich, zur Seite genommen und hat uns gesagt, also das Attentat verursacht hat, das war der Papi, ja. Und das habe ich also überhaupt nicht verstanden, wie jemand auf den Führer ein Attentat verüben konnte. Und da hat sie gesagt, ja, er hatte gemeint, er müsste es für Deutschland tun. Das habe ich noch weniger verstanden. Sein Vater Klaus ist zu diesem Zeitpunkt bereits erschossen worden. Nun sollen auch die anderen Verschwörer büßen. Ende Juli trifft sich Hitler mit NS-Spitzen in der Wolfschanze. Sie beschließen ein neues Terrorinstrument, die Festnahme unbeteiligter Familienangehöriger, die sogenannte Sippenhaft. Das erste Motiv dafür, dass Familienangehörige in Haft genommen worden sind, von den Menschen, die am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 beteiligt waren, ist ganz eindeutig Rache. Na, ich meine, das war natürlich eine bodenlose Schweinerei, ja? Kinder haftbar zu machen für ihre Väter. Und ich meine, der Himmler hat das ja begründet mit der germanischen Sippenhaft und so weiter. Aber, ja, das ist gegenüber unserem Rechtsempfinden natürlich unglaublich. Bertholds Mutter Nina, Gräfin von Stauffenberg, wird bald nach dem Attentat verhaftet und landet im KZ Ravensbrück. Auch die Familien anderer Verschwörer rücken nun in den Fokus der Gestapo. Generalleutnant Paul von Haase spielte als Stadtkommandant Berlins eine wichtige Rolle in den Umsturzplänen. Er selbst wird bereits am 20. Juli festgesetzt, doch damit nicht genug. Wenige Tage später ist meine Mutter zusammen mit meinen Geschwistern verhaftet worden. Und meine Mutter war im Frauengefängnis in Moabit und die beiden Geschwister, die waren eben auch in Gefängnissen. Und ich war auf dem Gut einer Tante und bin so Mitte August, kurz vor Mitte August, nach Bad Sachsa verschleppt worden. Der Ort im Harz ist von besonderer Bedeutung bei der NS-Sippenhaft. Seit 1938 betreibt die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, kurz NSV, hier ein Heim, das nun geräumt wird. Im Rahmen einer Sonderbelegung soll hier ein Großteil der Kinder der Verschwörer, die jünger als 15 Jahre sind, interniert werden. Bad Sachsa lag als Ort in dieser Zeit eigentlich in einem sehr sicheren Bereich.
Es war eines der Hochsicherheitsgebiete Deutschlands, weil in dem nahe bei Bad Sachsa gelegenen Konzentrationslager Dora-Mittelbau Teile für die Geheimwaffen V2 gefertigt worden sind. Sie haben eine ungeheure Konzentration von Wehrmachtsstäben, Polizei und SS in diesem Bereich. Bis zu 200 Kinder sollen im Harz konzentriert werden. Überall im Reichsgebiet geht die Gestapo im August gegen Angehörige der Putschisten vor. So auch bei Familie von Hofacker. Nachdem Vater Cäsar in Paris verhaftet worden ist, wird nun Sohn Alfred mit zwei Geschwistern aus seinem Elternhaus geholt. Dann begann eine nicht endende Nachtfahrt von München nach Göttingen. An die erinnere ich mich noch ziemlich genau, das heißt, ich habe sicherlich nicht viel geschlafen in der Nacht. Wir drei Geschwister, meine nächstältere Schwester in der Mitte, die jüngere auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite, eng untergehackt und uns gegenüber, diese zwei grauen Gestapo-Menschen, mit denen man natürlich kein Wort wechselte. Endlos, die Fahrt endete nicht und irgendwann am frühen Morgen kamen wir in Göttingen an. Direkt nach der Ankunft wird der damals Neunjährige von seinen Geschwistern getrennt. Alter und Geschlecht entscheiden in Bad Sachsa darüber, in welchem Haus man interniert wird. Hofacker kommt mit anderen Jungen in Haus Nummer 2, wird später verlegt. Im Erdgeschoss müssen die Kinder einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Nur einmal täglich dürfen sie das Haus für einen gemeinsamen Ausgang verlassen. Gedankliche Zeitreise zurück in den Spätsommer 1944. Meine erste Erinnerung an diesen Saal ist eine sehr schmerzliche, weil sie unheimlich unter dem Eindruck des Heimwehs stand. Das Fenster, der Blick nach draußen, das Alleinsein, die fremden Kinder. Das war schwierig, unheimlich. Und das war das Fenster, an dem ich meine Nase platt gedrückt habe und immer gehofft habe, eine meiner beiden Schwestern draußen auf dem Gelände zu sehen. Also ich muss mich wahrscheinlich als Kind auf die Zehenspitzen gestellt haben, um das Fenster zu erreichen. Mitte August werden auch die Kinder Klaus Schenk Graf von Stauffenbergs deportiert. Sohn Berthold, hier als Kind ganz links im Bild, erinnert sich. Am 17. August sind wir dann weggekommen, ja, und dann am Abend dann in den Zug gesetzt worden mit einer Gestapo-Frau und am nächsten Morgen nach Umsteigen in Erfurt in Nordhausen angekommen. Und da wurden wir im Auto abgeholt und kamen in das Kinderheim. Nach einer gewissen Zeit haben wir andere Namen bekommen, ja. Oder gesagt, ja, wir hätten jetzt den Namen. Ich habe nicht einmal die Gelegenheit gehabt, diesen Namen zu verwenden. Also in diesem Fall, unserem Fall war es Meister, ja. Der polizeiliche Meldeschein belegt. Aus 5 Nachfahren der Familie Stauffenberg werden Kinder mit dem Namen Meister. Ihre Herkunft soll ausradiert werden, doch das erweist sich als schwierig. Mein jüngster Bruder ist nach Erfurt ins Krankenhaus gekommen und Mittelohr operiert worden. Und da ging es um seinen Namen. Ja? Und der hat die Begleitperson gesagt, Meister. Und da hat er gesagt, ich heiße aber Stauffenberg, ja. Auch Kinder anderer Widerstandskämpfer rebellieren gegen ihre neuen Identitäten. So etwa die Gebrüder Schwerin von Schwanenfeld, die seit September im Heim sind. Sie sagten, sie würden Seifert heißen. Worauf mein Bruder sagte, müssen Sie mir mal bitte einen Zettel geben. Das kann ich mir nicht so schnell merken. Der Schreiber muss mir aufschreiben. Die neuen Identitäten sollen das alte Leben in Vergessenheit geraten lassen und verhindern, dass die Kinder wissen, mit wem sie interniert sind. Doch immer wieder scheitert der Plan der Nazis, so auch an einem Abend im September. Wir liegen alle schon im Bett, Licht ist aus, Kindergärtnerinnen haben sich zurückgezogen. Graf Schwerin, der Älteste in unserer Gruppe war, sagte, wir werden jetzt mal ganz leise unseren Namen nennen, unter der Bettdecke, damit es keiner hört. Doch sonst passiert wenig Aufregendes. Das Leben im Heim ist von Isolation und Langeweile geprägt. In Bad Sachsa selber, im Heim, passierte gar nichts. Es wurde gar nichts mit uns unternommen. Man hätte ja auch Unterricht machen können. Man hätte ja vom Gymnasium in Bad Sachsa, vom Internat, nachmittags
ein Geschichtslehrer und ein Englischlehrer oder ein Deutschlehrer ausborgen können. Ne? Aber dann hätten die ja gewusst, wer wir sind, und das durfte ja keiner wissen. So bekommen die Kinder auch nichts vom weiteren Schicksal ihrer Väter mit. Hitler hat mittlerweile hunderte Widerstandskämpfer und Mitwisser verhaften lassen und gemeinsam mit anderen NS-Spitzen einen Entschluss für das weitere Vorgehen in der Sache gefasst. Sie trafen die Entscheidung, dass die Verfolgung der am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 Beteiligten nicht vom eigentlich zuständigen Reichskriegsgericht durchgeführt werden sollte, sondern vom sogenannten Volksgerichtshof unter dessen Präsidenten Roland Freisler. Das Reichskriegsgericht wäre zuständig gewesen, weil es sich um Soldaten handelte. Jetzt wählte Hitler eine andere Möglichkeit. Er bildete einen sogenannten Ehrenhof des Heeres, der tatsächlich mit Ehre überhaupt nichts zu tun hatte, der ihm angeblich Empfehlungen darüber geben sollte, wer aus der Wehrmacht auszustoßen oder auszuschließen sei. Und dieser Ausschluss aus der Wehrmacht war die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Verhandlungen vor dem Volksgerichtshof stattfinden konnten. Bereits am 7. August, keine drei Wochen nach dem Attentat, starten die Verhandlungen gegen ehemalige Militärs und Zivilisten, die sich am Umsturzversuch beteiligt haben. Da der Volksgerichtshof ausgebombt ist, finden die Verhandlungen im Gebäude des Kammergerichts in Berlin-Schöneberg statt. Das Prozedere ist penibel durchgeplant. Verhandelt wurde vor einer Scheinöffentlichkeit von hohen nationalsozialistischen Funktionären. Und es waren an diesem Tag auch Pressefotografen mit dabei und es waren auch Kameraaufnahmen mit dabei. Gleichzeitig wird die eine Seite des Saales mit einer großen Hakenkreuzfahne drapiert hinter dem Richtertisch. Und man schneidet ein kleines Loch in die Fahne und dahinter steht eine 35mm Kamera. Insgesamt sind etwa von den Prozessen des 20. Juli 1944 50.000 Meter Filmmaterial gedreht worden. Das heißt, man wollte eine umfangreiche Dokumentation dieser Ereignisse auch erstellen. Vorsitzender Richter ist der Präsident des Volksgerichtshofes Roland Freisler. Der macht von Anfang an klar, dass Justitia in der NS-Diktatur nicht blind ist. Ein Hitlergruß zu Beginn der Verhandlung. Im ersten Prozess ist unter anderem Generalleutnant Paul von Haase angeklagt. Der ehemalige Stadtkommandant Berlins unterstützte die Umsturzpläne. Vor Gericht schildert er, wie er den 20. Juli in der Reichshauptstadt erlebte. Ich selber wurde nachmittags um 16 Uhr vom General Ulbricht angerufen. Und er teilte mir mit, dass der Türführer telefonisch mit, dass der Führer tödlich verunglückt sei, dass mit inneren Unruhen zu rechnen wäre und dass das Wachbataillon Berlin sofort das Regierungsviertel einzuschließen, abzuschließen. Das war in den Befehlen enthalten. Ich sage mir nur, man kann stolz sein, wenn der Vater so dort reagiert hat, denn das Gesicht, das spiegelt ja die Qualen wieder, die er vorher gehabt hat. Und es kann ja auch durchaus sein, dass man Aussagen mit Folter erpresst hat und so weiter. Das Gesicht ist gezeichnet. Und das ist ja klar, dass als Sohn einen das sehr anrührt. Nach kurzer Zeit beendet Roland Freisler die Befragung des Angeklagten. Meine Herren Richter, der angebliche Verteidiger schweigt. Er ist eh nur Beiwerk. Das Urteil steht schon vor Beginn des Prozesses fest und lautet Todesstrafe. Manche Leute knicken ja auch heutzutage sofort ein, wenn die Obrigkeit irgendwas sagt. Und das hat er nicht gemacht. Dazu muss man wissen, dass dieser Volksgerichtshofsprozess sich vor einem Publikum vollzog, das ausgewählt war. Es waren alles Leute, die hundertprozentige Nazis waren. Und mein Vater wusste auch nicht, dass das Ganze gefilmt wird. Und dafür, muss ich sagen, hat er sich eigentlich sehr gut da gehalten. Denn er wusste natürlich, was auf dem Spiel steht. Nicht nur für sich selber, sondern für die ganze Familie. Die Putschisten werden jeweils in kleinen Gruppen angeklagt. So kommt es zu zahlreichen Prozessen, über die aber bald nicht mehr berichtet wird.
Sie haben eine nationalsozialistische Propagandathese, die spricht von einer kleinen Clique von Verrätern. Wenn man alle Namen der am Umsturzversuch Beteiligten bekannt gegeben hätte, dann hätte das dieser kleinen Clique von Verrätern natürlich widersprochen. Und so finden Sie vom ersten, zweiten und dritten Verfahren, finden Sie noch Berichte. Von den späteren Verfahren finden Sie dann in der Presse nichts mehr. Ein neuer Verhandlungstag beginnt. So wird die Öffentlichkeit auch nicht darüber informiert, dass am 19. August die Verhandlung gegen Graf Ulrich von Schwerin von Schwanenfeld beginnt. Die mutige Haltung, die der langjährige Gegner des NS-Regimes während seines Prozesses an den Tag legt, bringt den vorsitzenden Richter aus der Fassung. Herr Präsident, was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in der Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine... Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen. Im Wesentlichen gedacht an die vielen Morde. Morde? Im Inland. Sie sind ja ein schäbiger Lump! Die konnten gar nicht anders. Sie konnten da nicht stehen und wimmern oder irgend sowas. Das war undenkbar. Nachdem sie diese ganze Sache über so viele Jahre intensiv vorbereitet, nicht genug vorbereitet, gemacht hatten. Ich habe darüber nie gesprochen mit ihm, wirklich noch nie gesprochen. Ich glaube an sie. Sie sahen sich als Märtyrer. Sie wussten ja, dass sie hingerichtet würden. Das war ihnen ja damals schon klar, dass sie nicht aus dem Loch mehr rauskamen mit einem Freisler vor sich. Sprechen Sie unter der Gemeinheit? Ja oder nein? Verbrechen Sie darunter? Herr Präsident, mein Ja oder nein auf eine klare Antwort? Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen, denn Sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend, das vor sich keine Achtung mehr hat. Doch Graf von Schwerin von Schwanenfeld verliert seine Würde nicht. Das Kalkül Roland Freislers erweist sich als durchsichtig. Freisler überzog in seinem Ton dermaßen, dass es nicht mehr glaubwürdig wirkte, dass selbst das Reichsjustizministerium schwerste Bedenken gegen diese Verhandlungsführung hat. Aus heutiger Sicht absolut irre. Sie haben nebeneinander stehende Unterdrückungsorgane und man macht sich noch Gedanken darüber, ob es in der richtigen Form stattfindet. Zwar entsteht aus den Aufnahmen, die während der verschiedenen Verhandlungen gedreht wurden, zunächst wie geplant ein Propagandafilm. Doch das Werk mit dem Titel Verräter vor dem Volksgericht fällt anders aus als erhofft. Der Film ist in der Tat nur ein einziges Mal vorgeführt worden, nämlich Ende August 1944 vor einem ausgewählten Publikum von Nazi-Funktionären. Und diese Nazi-Spitzenfunktionäre waren über die Rhetorik Roland Freislers so entsetzt, dass sie gesagt haben, nein, dieser Film kann dem deutschen Volk nicht zugemutet werden. Dieser Film kann nicht gezeigt werden. Zwischen August 1944 und April 1945 werden über 100 Angeklagte im Nachgang des 20. Juli zum Tode verurteilt. So auch Graf von Schwerin von Schwanenfeld. Im Namen des deutschen Volkes, Fritz Thiele, Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld und Ludwig Freier von Leonroth, Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Eine Möglichkeit zur Revision gibt es nicht. Die Urteile werden in der Regel wenige Stunden nach ihrer Verkündung im Strafgefängnis Plötzensee vollstreckt. Für diese Hinrichtungen werden nach Plötzensee auch Kameramänner der Deutschen Wochenschau beordert, weil sie den Todeskampf der Erhängten noch mit filmen sollen. Einer der ersten Widerstandskämpfer, die hier ihr Leben lassen müssen, ist Paul von Haase. Im Alter von 59 Jahren wird er gehängt. Für meinen Vater muss es auch furchtbar gewesen sein. Es gibt aber
das Zeugnis von Pfarrer Pölchau, dass er als Christ gestorben sei. Und das ist für mich sehr wichtig. Fernab von Berlin bleiben die Kinder der Männer derweil weiterhin von Nachrichten abgeschnitten und wissen nichts Konkretes über das Schicksal ihrer Väter. Einzige Ausnahme: Berthold von Stauffenberg, dessen Vater nicht vor Gericht stand, da er bereits unmittelbar nach dem Putschversuch hingerichtet wurde. Was mich heute manchmal beschäftigt ist, dass ja manche meiner Mitgenossen da in dem Kinderheim, dass deren Väter noch gelebt haben und erst später hingerichtet wurden, zum Beispiel Hofacker. Das haben die Kinder nicht gewusst. Ja. Aber nachher zu erfahren, so und so lange waren wir in dem Kinderheim, er hat noch gelebt und dann haben sie ihn doch umgebracht. Das finde ich schon schrecklich. Das ist uns erspart geblieben. Als wir ins Kinderheim kamen, war die Frage Schicksal des Vaters, wenn auch auf furchtbare Weise, aber erledigt. Doch mit der Klarheit kommen für den damals 10-Jährigen auch die Sorgen. Natürlich habe ich mir auch über die Zukunft Gedanken gemacht. Wie geht's denn weiter? Ja? Dass wir das irgendwie noch büßen müssten, dass unsere Väter da beteiligt waren, das habe ich schon befürchtet. Die Anzahl verschleppter Minderjähriger steigt. Über 40 Insassen zählt das Heim zu Spitzenzeiten. Von Anfang an werden dabei auch Kinder interniert, deren Väter nicht am 20. Juli, sondern auf andere Weise Widerstand geleistet haben. Unter ihnen die damals 10-jährige Ingrid von Seidlitz. Bad Sachsa war für mich ein ganz verlassener Abschnitt meines Lebens. Ich glaube, ich habe mich so enttäuscht, missbraucht, alleingelassen, also wirklich total verlassen gefühlt. Ihr Vater, Walter von Seidlitz-Kurzbach, kämpfte als General in der Schlacht um Stalingrad. Ende 1942 werden die deutschen Truppen dort eingekesselt. Hitler verbietet ihnen zu kapitulieren. Früh erkennt Seidlitz-Kurzbach jedoch die aussichtslose Lage und zieht Konsequenzen für die von ihm befehligten Verbände. Mein Vater hat eben sehr gesagt, man muss hier ausbrechen, sonst ist es zu spät. Und dann hat er früher kapituliert als alle anderen, weil er sagte, das ist hier nur noch ein Morden und da mache ich nicht mehr mit. Anfang Februar 1943 haben schließlich alle deutschen Einheiten vor Ort kapituliert. Es gibt riesige Verluste auf beiden Seiten. Zehntausende Soldaten ziehen in sowjetische Kriegsgefangenschaft. 7 Monate später gründen deutsche Offiziere und Generäle in einem Gefangenenlager bei Moskau auf Drängen der Sowjets den Bund Deutscher Offiziere, kurz BDO, zu dessen Präsident Walter von Seidlitz-Kurzbach gewählt wird. Der General spricht sich vehement gegen Hitler und die NS-Diktatur aus. Fordert den sofortigen Rücktritt Hitlers und seiner Regierung. Kämpft Seite an Seite mit dem Volk, um Hitler und sein Regime zu entfernen und Deutschland vor Chaos und Zusammenbruch zu bewahren. Wir würden unsere Pflicht als deutsche Männer verletzen, wenn wir dem für Deutschlands Unglück Schuldigen die Treue halten würden. Es lebe das freie, unabhängige und friedliche Deutschland. Mein Vater hat das immer so geschildert, dass er wirklich schwerste Bedenken hatte und gewusst hat, dass er dass seine Familie total in Gefahr ist. Und dass wir auch ermordet werden könnten, das war ihm sehr bewusst. Und er hat aber gesagt, ich muss das jetzt machen. Das verlangt meine persönliche Pflicht und an den Eid fühle ich mich nicht mehr gebunden. Hitler hat uns verraten, der hat sowieso da völlig falsch gehandelt. Und das muss gestoppt werden und Hitler muss gestoppt werden. Der BDO versucht, deutsche Soldaten an der Ostfront zum Überlaufen zu bewegen und feiert seine Erfolge. Hier dankt von Seidlitz-Kurzbach einem deutschen Gefreiten, der kurz zuvor die Seiten gewechselt hat. Ich darf Ihnen hier versichern, dass wir das, was Sie soeben ausgeführt haben, voll unterschreiben und dass wir diese Ansichten auch zu den unseren machen. Hitler schäumt vor Wut. Als er nach dem Umsturzversuch des 20. Juli gemeinsam mit Heinrich Himmler die Sippenhaft beschließt, kommt auch der BDO auf die Tagesordnung.
Die Entscheidung über die Sippenhaft fällt am 31. Juli 1944. Und wir haben, Heinrich Himmler war ein sehr ordentlicher Mensch, seinen Notizzettel über diese Besprechung bei Hitler. Und da stehen zwei Chiffren drauf. Da steht einmal drin Angehörige Stauffenberg und es steht drin Angehörige Seydlitz-Familie. Das heißt, es ist einmal die Sippenhaft, die angeordnet wird gegen die Familienangehörigen derer, die am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 beteiligt sind. Und es wird Sippenhaft angeordnet gegen diejenigen Frauen und Kinder, deren Männer sich in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft entweder fürs Nationalkomitee Freies Deutschland oder den Bund Deutscher Offiziere eingesetzt haben. Das sind die beiden Hassobjekte Hitlers. Und die Nationalsozialisten lassen dem Beschluss zügig Taten folgen. Meine Mutter wurde am 3. August schon abgeholt von der Gestapo und kam ins Gefängnis in Bremen und war völlig überrascht, als zwei Tage später meine älteren Geschwister, 16 und 19, bei ihr landeten. Nicht zum Besuch, sondern die wussten auch von nichts, waren morgens im August um 6 Uhr abgeholt worden, sodass niemand das mitkriegte in Pferden. Und mit der Bahn nach Bremen gebracht und landeten dann auch in einer 7-Quadratmeter Zelle. Ingrid und ihre jüngere Schwester Ute werden nach Bad Sachsa verschleppt. Dort leiden die Mädchen von Anfang an unter den Bedingungen im Heim. Das Schlimme war, wir wussten nicht, wo meine Mutter war. Sie wusste auch nicht, wo wir waren. Und wo unsere älteren Geschwister waren, wussten wir auch nicht. Wir haben manchmal versucht, Briefe zu schreiben an meine Mutter, in der Hoffnung, dass das an sie abgehen würde. Wir haben die dann zerrissen im Papierkorb in dem Gemeinschaftsraum wiedergefunden, was wir überhaupt nicht verstehen konnten. Die Verpflegung der Kinder ist gut. Doch außerhalb der Mahlzeiten prägen Langeweile und Isolation den Alltag. Das war eben so langweilig und wir waren ja nun schon länger alle nicht mehr beim Friseur gewesen. Ne? Und da habe ich gesagt, ich könnte Haare schneiden. Naja, sie konnten sie ja beim Schneiden nicht in den Spiegel gucken, das gab's nicht. Wir stellten das erst hinterher fest. Aber man lernt ja auch, ne? So richten sich die Kinder ein, bis sich im Herbst 1944 die Lage plötzlich ändert. Im September 1944 werden dann einige Kinder, deren Mütter zu dieser Zeit aus der Sippenhaft entlassen worden sind, zu ihren Müttern nach Hause entlassen. Es werden aber auch Kinder, deren Mütter freigelassen worden sind, nicht zu ihren Müttern entlassen und verbleiben dort und kommen erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück. Und andere verbleiben die ganze Zeit bis zum Kriegsende in Bad Sachsa. Auch hier keine Logik, eine Einzelfallentscheidung, pure Willkür. Die Kinder Klaus Schenk, Graf von Stauffenbergs und seines Cousins Cäsar von Hofacker werden nicht entlassen. Sie verbringen weitere Monate im Harz. Als im Frühjahr 1945 amerikanische Truppen auf Bad Sachsa vorrücken, ziehen sie sich in die Krankenstation des Komplexes zurück. Wir saßen dann Tag und Nacht in dem Keller. Und man hatte uns natürlich alle möglichen Geschichten vom Feind erzählt, sodass wir schon eine Angst suggeriert bekamen. Und dann, werde ich nie vergessen, gibt es einen Knall gegen die Tür öffnet sich und es steht uns ein kohlrabenschwarzer Neger. Damals waren es Neger. Kleinwüchsig, voller Uniform, mit MG hier so unterm Arm. Breites Grinsen, als er die Kinder da vor sich sah, was sofort die Spannung löste, schon allein das Gesicht, die weißen Zähne. Wir kannten ja diese Menschen nur aus irgendwelchen Bilderbüchern. Dann der Griff in die Hosentasche, Kaugummi verteilt. Also das war für mich ein sehr bleibendes Erlebnis, weil die Spannung, die angestaute Spannung so unheimlich schnell gelöst wurde, einfach durch ein menschliches Gesicht. Da in den Nachkriegswirren zunächst keine Verwandten ausfindig gemacht werden können, bleiben die Internierten notgedrungen weiter in Bad Sachsa. Und dann vergingen aber noch einmal einige Wochen, Anfang Juni, sitzen wir in dem Haus oben im Speisesaal. Wir gucken aus dem Fenster und plötzlich kommt über einen Hügel eine menschliche Gestalt in einer Tracht, in einer Schwesterntracht mit einer Haube.
Und es dauert gar nicht lange, da erkenne ich meine Großtante, die Tante Lasli von Uexkö. Die hatte über das Rote Kreuz offensichtlich herausgefunden, wo wir waren, hatte einen Omnibus angemietet, war nach Bad Sachsa gefahren und sagt, so, jetzt geht's nach Hause. Doch die Freude über die Rückkehr wird rasch getrübt. Viele erfahren erst jetzt vom Tod ihrer Väter. Meine Mutter erzählte uns Jüngeren dann, was mit meinem Vater passiert war. Da habe ich das erste Mal erfahren, er lebt nicht mehr. Aber ich hatte meine eigene Version. Ich habe meinen Vater nicht sterben lassen. Mein Vater lebte für mich, auch nach dem Krieg. Und dann gab es die ersten Geschichten, dass sich Wehrmachtsoffiziere nach Südamerika abgesetzt hätten. Und ich sagte, da ist er vielleicht dabei. Die Kinder müssen sich nach ihrer Rückkehr zudem mit Vorurteilen und Ablehnung auseinandersetzen. Die Taten ihrer Väter bestimmen weiter ihr Leben. Ich habe da dann auch so eine Erfahrung machen müssen, dass ich auf dem Schulweg, wo ich dann noch am anderen Ende nicht da zu unserem Haus nach Hause ging, sondern in die andere Richtung, dann plötzlich ein Junge ganz laut hinter mir her schrie, Verräterkind, Verräterkind, Verräterkind. Also wo ich dachte, oh. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben ja 1945 unsere Bevölkerung nicht ausgetauscht, sondern es war ein Großteil ehemaliger Nationalsozialisten, die auf deutschem Boden lebten. Und insofern galten diejenigen, die Widerstand geleistet hatten, immer noch lange Jahre als Hochverräter oder als Verräter im Allgemeinen. Bürgermeister Axel Hartmann wuchs nach dem Krieg in Bad Sachsa auf und erinnert sich, dass sich die Gemeinde lange Zeit schwer mit ihrer eigenen Geschichte getan hat. Es war ein Non-Thema. Man hat sich einfach viele Jahre nicht damit beschäftigt. Und erst sehr spät ist dann das Thema aufgegriffen worden. Meine Vorgängerin hat schon einige Veranstaltungen gemacht und ich habe dann eben die Initiative ergriffen, um diese Ausstellung und ein würdiges Gedenken auf Dauer hier in Bad Sachsa einzurichten. In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist eine Dauerausstellung eingerichtet worden, in der das Schicksal der Widerstandskämpfer und ihrer Familien dokumentiert ist. Ich bin sehr froh, dass die Ausstellung entstanden ist und diesen Standort erfahren hat. Das finde ich sehr wichtig, in Bad Sachsa, da gehört sie hin. Und ich glaube, wenn diese Initiativen nicht ergriffen worden wären, wäre diese Geschichte, und das haben wir ja auch vom Bürgermeister immer wieder bestätigt bekommen, über kurz oder lang in Vergessenheit geraten. Im Gegensatz zu anderen Opfern der NS-Diktatur kamen die Kinder von Bad Sachsa mit dem Leben davon. Die Verschleppung ins Heim, der Verlust ihrer Väter und die jahrelange Konfrontation mit Vorurteilen haben ihr Leben jedoch nachhaltig geprägt.